Herzlich willkommen bei The Undateable Podcast. Ich bin's wieder, euer Drama. Und heute mit der Folge Das wahre Dating. Heute mit dabei die liebe Juli. Hi. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Eigentlich ist es ja so entstanden, dass du Bock hattest, mit mir mal eine Folge aufzunehmen, dann aber nicht wusstest, was du sagen sollst. Und dann habe ich einfach gedacht, da fällt mir was ein. Und dann kamen wir schon direkt ins Gespräch. Und dann dachte ich auch nur so, okay, stopp, das müssen wir aufnehmen, oder? Ja, ich hole das Mikrofon, ne? Genau, jetzt wird's ernst. Und zwar hatten wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie eigentlich so richtiges Dating abläuft, so in der jetzigen Zeit mittlerweile, ne? Also, dass das gar nicht mehr so ein Dating wie früher ist. Früher hast du ja einfach nur gesagt, so, hey, wie kann man das sagen? Also, andersrum, heutzutage ist es ja so, dass Dating fast eigentlich immer nur ein Ziel ja zugute hat, und zwar, wie schnell kriege ich die andere Person ins Bett, ohne der zu sagen, dass ich sie auch ins Bett kriegen möchte. Ja. Also das ist jetzt einfach mal gut zusammengefasst, oder? Weil das ist eigentlich so die Kernaussage. Wie oft hat man das, dass man, naja, so ein Date eingeht, und also wie oft kommt dir das vor, dass du dann auch wirklich ernsthaft vom Gegenüber hörst, ja, also eigentlich würde ich gerne mit dir nur ins Bett gehen und dann kann ich auch schon wieder ab nach Hause. Also, oder? Also das sagt keiner. Weil das auch unfreundlich und mit der Tür ins Haus ist wahrscheinlich. Und da haben viele Angst, den anderen dann wahrscheinlich auch zu verschrecken damit. Ja, aber ist das wirklich Verschrecken? Weil im Endeffekt verschreckst du die Person doch hinterher. Ja gut, ist ja wahrscheinlich dann auch scheißegal. Aber je nachdem, wie es lief, ne? Aber ist doch unehrlich, einfach nur so sofort zu täuschen. Ist ja oft so, ne? Dann ist da so ein riesen Intro, ja, und ich suche was Ernstes und ich will dies und ja, Haus bauen mit Garten, mit Zaun, mit Pool, mit Hunde, Katze, Maus, alles. Und im Endeffekt wollte er eigentlich nur dich ins Bett kriegen. So, und dann ist fertig, ne? So, und ich finde es eigentlich schade, weil im Endeffekt gibt es doch bestimmt auch genug Leute da draußen, denen du sagen kannst, hey, guck mal, ich würde jetzt einfach mal mit dir ins Bett steigen. Gerne vorher noch einen Kaffee trinken oder so. Oder kannst du mir noch erzählen, was du heute gegessen hast. Und das war's dann auch. Also mehr will ich gar nicht. Also ist doch einfacher, oder? Es würde die Sache wahrscheinlich extrem vereinfachen und sehr beschleunigen. Also, weil man einfach sich das ganze Vorgeplänkel ja schenken könnte. Andererseits, also, das hängt ja auch immer vom Gegenüber ab so. Aber, also ich könnte nicht ohne vorher sich zumindest ein bisschen kennenzulernen. Andererseits würde es mich verschrecken, wenn da jetzt jemand kommt und von Hochzeiten redet oder so. Also schon noch im Rahmen. Aber ja, Mensch, also heiraten und so wäre schon ganz geil. Dann in die Kiste gestiegen und ciao, bin weg. Ja, ich melde mich nie wieder. Ja, genau. Ja, dieses ich melde mich nie wieder ist ja immer wieder so ein Punkt, ne, was auch hier in dem Podcast sehr oft thematisiert wird und was wir hier auch oft also was ich sehr oft auch von meinen Gästen höre, ne? Dass die mir auch, also wenn wir so einen Cast jetzt durch haben, sprechen wir ja meistens im Nachgang nochmal so, hey, wie ist es gefallen und was kann ich nochmal an so einem Podcast verbessern und bla bla, warst du nervös, ja, wie oft hast du geschwitzt. Und da höre ich dann auch immer dieses so im Nachgang auch nochmal, wie oft das noch ein Thema ist. Nicht nur während des Podcasts, sondern auch danach nochmal. Dass viele sich, huch, jetzt habe ich mal dagegen gehauen. Das ist du gestikulierst ja auch mehr als ich. Ja, ich muss immer mit den Händen reden. Ja, das ist absolut schlimm. Kennst du, wenn ich telefoniere, ist auch schlimm. Ich muss immer rumlaufen. Ehrlich? Ja, und bei mir ist so, ich habe ja keinen Teppich oder so. Und du hörst ja immer dieses Holz immer so arbeiten, ne? Und ey, das ist Katastrophe. Ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn denken hier, was ich den ganzen Tag hier mache. Hast du einen Schrittzähler? Was? Hast du einen Schrittzähler? Nee, habe ich nicht. Aber ey, ich glaube, das Ding würde auch kaputt gehen. Ey, müsstest du. Nee, das geht nicht. Ich muss mich immer bewegen irgendwie. Deswegen. Wo war ich? Warte. Genau. Nach dem Podcast, man spricht halt oft darüber und es bleibt immer wieder das Thema, ja, dann meldet die Person sich nicht oder ist dann einfach weg oder so. Und ich finde es einfach schade, weil es eigentlich nur das zeigt, dass die Person mit einer anderen Intention rangegangen ist. Und eigentlich ja das nachher bekommen hat, was sie eigentlich ja vorher auch schon bewirken wollte. Und zwar mit der Person ins Bett zu kommen.
So, und danach ist das Interesse weg, braucht man es nicht mehr. Und das ist eigentlich das wahre Ziel von diesem Dating gewesen. Mhm. Anstatt das aber direkt zu sagen und zu sagen so, hey, guck mal, ich will eigentlich nur Sex mit dir, werden dann da Sachen rausgezogen. Ja, ich, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel die Partnerin hat, also ne, Dating-Partnerin hat Kinder, dann kommen sowas wie, ja, und ich liebe Kinder und ich könnte mir richtig gut vorstellen und bla. Andersrum, die Partnerin sagt dann so, ja, also ich mag, also ich möchte keine Kinder in meinem Leben. Und derjenige, ja, ja, nee, nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Ich will keine Kinder haben. So, also es werden dann Sachen einfach rausgehauen, so nach dem Mund geredet von dem Gegenüber. Mit dem Ziel, den anderen halt möglichst schnell ins Bett zu kriegen. Genau, einfach rumzukriegen halt auch. Ja. Ne? So dieses Ziel zu erreichen. Ich finde das super schade, weil du verbiegst dich ja total. Klar. Und wie kann nachher auch, also möchte ich jetzt mal behaupten, die Bettgeschichte dann auch gut laufen, wenn du schon mit solchen Sachen reingegangen bist und da nicht ehrlich warst. Wie gut kann das noch werden, dieser Akt? Ne? Also ich glaube, ja. Das wirkt sich darauf ja genauso aus. Du bist doch gar nicht locker, weil du kannst ja gar nicht, also man ist doch immer angespannt, oder nicht? Einmal du bist ja auch damit beschäftigt, die Rolle zu wahren. Also wenn du so eine Rolle spielst, musst du ja in dieser Rolle bleiben. Ja. Und ich glaube, also das stelle ich mir echt schwierig vor. Du sagst, ja, ich stehe richtig auf Kinder, dann mittendrin das Ding platt, dann nein, um Gottes Willen. Wieder rumzuschreien, so, hey, ich liebst Kinder. Weißt du, so, nee, das, also du musst ja in deiner Rolle bleiben. Ja. Wie du schon sagst, ja, das ist gut gesagt. Das ist echt gut gesagt. Und ich glaube, das macht es halt dann sehr anstrengend. Ja. Also ich weiß nicht, wie andere da sind, aber gerade beim Sex ist man ja dann doch irgendwie nicht, also ich könnte da keine Rolle mehr spielen. Also da bin ich und da ist der Kopf im besten Falle auch komplett aus, sodass ich da gar nicht mehr über irgendwas nachdenke oder so. Absolut, also ich könnte mir nicht vorstellen, also wenn es guter Sex ist. Genau, das meine ich nämlich. Ne? Also wie soll es gut sein, wenn du die ganze Zeit so blockiert bist? Ne? So, du kannst dich fallen lassen, das macht weniger Spaß dann, man ist so verkrampft. Und ich finde persönlich, ja, das ist absoluter Bullshit. Weil auch andersrum, ne? Du musst, also gehen wir jetzt nicht mal davon aus, dass es nachher nur darum geht, Sex zu haben, sondern gehen wir auch mal von einer Beziehung aus. Mhm. Du willst jemanden kennenlernen und die Person sagt, ja, ich reise voll gern. Und du, oh ja, ich auch. Ja, und ich esse einfach absolut kein Fleisch. Und du so, ja, ja, ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich hasse Fleisch und so. Einfach nur, um diese Sympathie-Bonus-Punkte zu kriegen. Sorry, jetzt muss ich einmal husten hier. Du willst diese Sympathie-Bonus-Punkte haben. Und im Endeffekt, nach 2 Monaten oder irgendwas, ja, Prost, nach 2 Monaten sitzt du da mit so einem Spanferkel, keine Ahnung, zu Hause eingedeckt so und weißt du, da wird gesagt, oh, hier, wollen wir nicht Karibik? Und du, nee, gar keinen Bock auf Strand und so. Weißt du, so bist ein komplett anderer Mensch. Ja, wie gut kann diese Beziehung sein? Oder auch werden? Gar nicht, oder? Ja, ich glaube, das hängt davon ab, wie sehr du die Rolle spielen musst. Also, eine Bekannte von mir, die hat ihrem Typen halt erzählt, dass sie St. Pauli-Fan ist. Und jetzt schleppt er sie immer mit ins Stadion und sie hat eigentlich gar keine Ahnung von Fußball. Oh. Muss er jetzt immer mit und die Rolle wahren. Und das ist wohl schwierig. Ja, was willst du denn auch vor allem sagen? Ah, ich habe ich bin aufgewacht, ich habe gemerkt, oh, Fußball ist gar nicht mein Ding. Also sie wächst da rein. Sie wächst, ach so, sie wächst. Das ist noch schlimmer, glaube ich. Das ist noch schlimmer. Also bei Pauli kann ich es verstehen. Okay. Nein. Hängt davon ab, welchen Verein man dann mag, ne? Ja, aber ich meine allgemein, sich ein Hobby rauszusuchen, was man eigentlich gar nicht mag. Ne, jetzt ist halt die mal Frage, ob man es gar nicht mag. Oder wenn man es halt denkt, so, ja, ist nicht meins. Findest du es richtig, sich Sachen anzutrainieren oder sich dran zu gewöhnen oder irgendwas? Ich finde, wenn du etwas magst, magst du es. Auch wenn es jetzt vielleicht für dich neu erscheint. Sagen wir mal, du warst kein Fußballfan. So, und da kommt jemand und sagt, ich bin übelster Fußballfan, da habe ich das schon wieder gegengehauen, was ist neu los? Bald mache ich mal einen Hattrick hier, wenn wir schon vom Fußball reden. Absolut, immer, jeden Tag, immer wenn ich aufnehme, super nervös, weil ich nie weiß, wie das Ganze hier endet und wie das losgeht. jetzt stell dir mal vor, du kommst da an und sagst, ja, keine Ahnung, ich guck jeden, weiß ich nicht, wann kommen so Spiele, guckst du Fußball? Manchmal, ja. Wann sind so Spiele? Wochenende abends. Ja, okay. Oder Samstags halt tagsüber. Okay, sagen wir mal, Samstag
samstags ist so dieser Fußballtag von dem Magga, den du da datest, ne? So. Und du bist absolut, du hast keine Berührungspunkte mit Fußball, du hast gar keine Ahnung, denkst, ey, wie, was muss man da machen, ne? Welchen Schläger benutzt du? Das wäre eine super Frage. Genau, so, und dann merkst du, okay, das gefällt dir, du gehst da samstags mit deinem Dateling und denkst, ey, das ist mega, das macht Spaß. Und findest du diesen Spaß daran, ne? Also du merkst so, oh, das ist toll. Das finde ich ist eine geile Sache, wenn du solche Gemeinsamkeiten zusammen herausfindest, ne? So, und wenn sich das so entwickelt. Aber andersrum finde ich es doof, wenn du schon weißt, das ist eigentlich nicht dein Ding, ne? Du magst das gar nicht, aber du tust das der Person zuliebe und gewöhnst dich einfach nur dran, dass du jeden Samstag sozusagen, dein Leben ist jetzt so, dass du sagst, jeden Samstag gehe ich zum Fußball. Du verlierst ja so ein bisschen Lebensqualität, habe ich das Gefühl. Du lässt es ja auf der Strecke. Das meinte ich halt so mit der Frage, inwieweit man sich dafür verbiegen muss. Also wenn das halt wirklich was ist, was ich mögen lernen kann, also einfach, weil ich hatte da bisher noch nie so viel mit zu tun und jetzt bin ich da so voll in dieser Fanszene drin und so und denke, Mensch, das macht ja doch Spaß und ist doch eine coole Wochenendbeschäftigung, dann finde ich das total toll. Ja, wenn du es lieben lernen kannst. Aber wenn man halt mit der Voraussetzung schon da reingeht, ich muss das jetzt mögen, weil ich gesagt habe, ich mag es, ist es halt, kann es schwierig werden. Ja, was passiert dann, wenn man das absolut kacke findet? Und das meine ich ja, ne? Du findest dann raus, so dieser Samstag, boah, ich hätte da ganz andere Ideen, was ich da machen könnte. Der Samstag kann ganz anders enden. Keine Ahnung, guckst lieber Eishockey oder so, ja? Ja. Und das kollidiert miteinander. Und ja. Du täuscht am Ende noch Krankheiten vor oder so. Sagst, ich habe Kopfschmerzen, damit du nicht mit musst. Der Klasse. Genau. Aber ja, genau das meine ich ja damit. Ne? Was passiert dann? Also ich glaube einfach, dass diese Beziehung dann langfristig einfach gar keinen Wert haben kann. So, ich glaube einfach nicht, dass das cool ist. Es gibt Sachen in einer Beziehung, wo du nicht einer Meinung sein kannst. Ne? Also ich bin zum Beispiel der Meinung, es muss, also eine perfekte Beziehung bedeutet nicht, sie ist perfekt, weil ihr alles gemeinsam entscheidet, so, also die gleiche Meinung habt. Ne? So, keine Ahnung, die gleiche Musik mögt, das gleiche Essen mögt, die gleichen Hobbys habt und so. Ihr könnt ja verschiedene Hobbys haben. Genauso wie mit Fußball. Dann hat dein Dateling einfach Bock auf Fußball, du nicht. Aber dann ist das vielleicht einfach der Tag für ihn, der Samstag, wo er etwas für sich macht und du was für dich machst. Dann guckst du halt Eishockey oder so. Keine Ahnung. Oder gehst samstags dann halt, keine Ahnung, Pediküre, Maniküre, dies, das machen. Und er ist, wie lange geht das? 90 Minuten, ja, oder länger. Er ist dann meinetwegen seine 2 Stunden weg, du bist seine 2 Stunden weg, kommst komplett gestylt wieder, er komplett besoffen. Und super. Das ist dann halt euer Ding dann auch. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt, weil du kannst in der Zeit dann auch das ausnutzen und sagen, guck mal, hey, ich war heute weg, oh, was hast du erlebt, was hast du gemacht, wie war das, wie war dein Tag, mit wem warst du unterwegs, bla bla bla. Natürlich kann man auch ein bisschen Interesse zeigen und sagen so, ey Mensch, wie war das Spiel heute, also wie war dein Tag da heute? Hm. Hat deine Lieblingsmannschaft gewonnen? Ja, ja, sehr gut. Nein? Scheiße. Ich tröste dich. Mich nächste Woche. Genau. Und andersrum genauso. Kann auch sagen, ey Mensch, sag mal, was hast du da gemacht? Fingernägelchen, dies, das, bla bla. Dafür muss er ja gar nicht dieses Interesse haben, um zu sagen, oh, ich finde Fingernägel mega cool und dies, das und die Farben und bla. Aber es ist ja ein bisschen Interesse auch den Menschen gegenüber zeigen, ne? Und sagen, hey, zeig doch mal, was hast du heute gemacht? Und ich finde, das reicht ja aus. Ja. Anstelle dessen zu sagen, oh ja, ich interessiere mich da voll für. Und dann kommt er und sagt, ja, hier, ich kenne mich da voll aus und liest sich vielleicht noch 1-2 Sachen da im Internet durch, um richtig über flexen Maniküre zu können. Genau, ja, und oh, und hat er das auch so und so gemacht? Und so und bla? Eigentlich gar keine Ahnung. Du denkst auch schon so, ja, was willst du denn eigentlich? Ja. Ich finde das schade, dass das so unter falschen Tatsachen so vorgetäuscht wird. Also dieses, ne, so diese... Ja, dieses Interesse so vorgespielt wird. Und das finde ich schade, weil das, finde ich, wirkt sich dann auch auf die Beziehung später aus. Wenn es denn zu einer Beziehung kommt, wenn es allerdings nur ein Sexdate wird, gut, ist dann, das im Grunde egal. Ja, es ist, ja, weil, wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass dann trotzdem aber die Qualität dann dieses Dates ja auch dann davon abhängig ist, wie ehrlich du bist. Ne? Wenn du ankommst und gleich von vornherein nur lügst und nur, keine Ahnung, irgendwelchen Scheiß erzählst, dann finde ich, wird nachher auch, ja, dieses Date dann halt auch genau in diese Richtung gehen. Dann ist das alles ein bisschen verkrampft und das macht keinen Spaß. Du kannst dich nicht fallen lassen. So, vielleicht, ne, sag,
Ja, vielleicht sprichst du mit jemandem und sagst, oh ja, ich bin voll so ein Blümchenmädchen, so, ich mag nur ganz, ganz nette Sachen. Und er denkt sich so, oh Scheiße, ich wollte ja eigentlich die ganze Wohnung schleudern. Aber jetzt muss er natürlich, um das Gesicht zu wahren, damit er überhaupt ans Ziel kommt, einfach sagt er, ja, ich bin auch so. Ja, und dann muss er sich zurückhalten, aber das macht ihm keinen Spaß. Und dann kommt diese Energie gar nicht rüber. Ja. So, und du merkst aber auch, dass diese Energie nicht da ist. Obwohl du es ganz nett magst, also ruhig magst und es ja auch dann ruhig abgeht, ist nicht diese Energie da, die du sonst spürst. Und das kommt nicht rüber. Und du hast auch keinen Spaß gehabt. Und da denke ich mir manchmal, ey, dann spart euch doch diese Zeit. Keine Ahnung, die 10 Minuten könnt ihr dann auch anders haben. Dann setz dich hin zu Hause, mach dir ein schönes Filmchen an oder so für dich selber und weg ist das Zeug. Und dann ist auch gut, ne? Anstatt sich da die ganze Zeit irgendein Bullshit zu erzählen und zu sagen, oh ja, ich hätte gern das und ich mag das, ja, oh, ich liebe Äpfel. Ich liebe Äpfel so sehr. Aber eigentlich mag es nur Bananen. Ja, scheiße, aber auch. Jetzt hast du deine Äpfel. Was machst du jetzt? Ne? So, ich finde es schade, dass man das so macht. Und ich glaube, also ich weiß auch nicht, wie sich sowas entwickeln konnte. Denn ich glaube schon, dass es genug Menschen auf der Welt gibt, gerade auf diesen Dating-Portalen auch, wo du deinen Gegenpart auch suchen kannst. Also wo du auch einfach ehrlich sagen kannst, hey, ich hätte schon gern heute mal irgendwie nur mal einen Spaß. So, wie sieht's aus? Was geht ab? Und ja, vielleicht hast du dann von deinen 50 Menschen, die du anschreibst, dann nur einen Menschen dabei, der auch das dir entgegenwirft. Aber das macht doch, glaube ich, mehr Spaß, als wenn du mit 30 davon in die Kiste steigst und wirklich davon 30 Mal auch wirklich nur Bullshit hast. Also, das ist doch wie gutes Essen, oder nicht? Kennst du das, wenn du kommst nach Hause, hast richtig Hunger. So, aber du weißt nicht, was du kochen sollst. So, dann machst du dir, keine Ahnung, Nudeln mit, keine Ahnung, was. Es gibt echt Leute, ey, ich weiß nicht, ey, wenn einer von euch Dateling das so isst, ne, schreibt es mal in die Kommentare. So, Nudeln mit Ketchup. Ja, Katastrophe, das schmeckt doch gar nicht. So, ne? Und eigentlich hast du voll Bock auf so ein schönes Stück Fleisch, aber du hast das nicht zu Hause. Und dann isst du diesen Nudeln mit Ketchup, aber du bist nicht satt, aber hast schon ein Kilo Nudeln hinter dir. Ja. Dann machst du dir noch Kartoffeln. Ja, Kartoffeln, keine Ahnung, mit Senf. Oh, Geht bitte. das? So, isst du das? Und du bist schon lange satt, ne, eigentlich so, aber du bist nicht richtig satt. Du hast immer noch Appetit, so, du willst immer noch mehr. Und dann, keine Ahnung, dann machst du dir noch vielleicht die Pizza, die du noch im Tiefkühler hast, schön mit, keine Ahnung was. Ich sage jetzt lieber wieder nichts, weil ich habe schon so viele Sachen vorgeschlagen. Aber hast eine Pizza da. So. Ja, und das ist aber auch nicht dieses Stück Fleisch, was du haben wolltest. Und du bist eigentlich erst dann satt, wenn du dein Stück Fleisch hattest. Dann fängst du vielleicht noch an, irgendwas zu bestellen. Ne? Bestellst du Essen. Hast aber schon deine ein Kilo Nudeln, ein Kilo Dann Kartoffeln hinter bestellst du dir. aber hoffentlich auch das Stück Fleisch endlich. Ja, aber vielleicht ist dann, du bist ja übersättigt auch irgendwo. Ja, ich kenne das mit Schokolade. Also jede Frau kennt das garantiert, wenn sie PMS hat und Schokoladenheißhunger hat und man sich denkt, so, ey, ich kann jetzt keine Schokolade essen. Ich habe heute schon so viel Schokolade gegessen. Und dann haut man sich Äpfel rein und Bananen und schmiert sich ein Brot und am Ende landet man doch beim Glas Ja, Nutella oder was weiß ich, weil das es ist muss einfach Schokolade sein. genau dieses davor flüchten, was Ja. anderes nehmen, das ist auch richtig Katastrophe. Na, das ist ja dasselbe. Du hast eigentlich keinen Bock, was zu kochen und so. Und denkst du, ist schneller, wenn du was bestellst. Und dann kommt die Scheiße doch erst in einer Stunde an. Du hättest auch zweimal kochen können. Aber genau so, ne? So Ja. dieses, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Dieses, du willst davor flüchten, keine Schokolade zu essen, weil du denkst, du musst ein bisschen auf deine Figur achten. Ziehst dir da zwei Brokkoli rein, drei Bananen, fünf Äpfel, keine Ahnung, noch zwei Karotten und am Ende, ja, deine zwei Tafeln Schokolade. Die So. müssen trotzdem sein, egal was Genau. vorher ging. Genau. Und du hättest das eigentlich verkürzen können, indem du gleich deine Ja. Schokolade isst, ne? So, hättest wahrscheinlich dann noch weniger Kalorien zu dir genommen. Aber so finde ich auch beim Dating. Sag doch einfach, was du willst, ne? So, was ist dein Ziel, was du verfolgst? Und sag's ehrlich. Okay, du kommst nicht sofort, vielleicht an dein Ziel heran, weil es dann vielleicht auch andere gibt, die sagen, hey du, sorry, aber ich möchte wirklich nicht irgendwie so eine schnelle Nummer haben, ich suche was Festes, ich suche was Ernstes, guck mal weiter. Aber dann ist das doch auch okay. Warum muss es denn immer dabei enden, sein eigenes Ziel zu verfolgen, jemanden damit zu verletzen, das herauszuholen, was man nur selber möchte? Und zwar seine Bettgeschichte. Weil im Endeffekt, weiß ich nicht, ich finde es auch unfair. Also ich finde es absolut unfair. Ist es. Und vor allem, also es gibt ja Dating-Plattformen, die wirklich nur darauf aus sind, Ja, jemanden gibt's. ins Bett zu kriegen. Also, Absolut, wo absolut. man das ganz klar schon beim Anmelden quasi Absolut. klarstellt, warum man da ist. Ja.
Und dann kann man ja diese Apps nutzen und dann kann man doch die anderen Apps, wenn man eine Beziehung sucht, also das kann man, glaube ich, doch mittlerweile in jeder App irgendwie einstellen, was Ja, man sucht. aber ich glaube, dass sich das mittlerweile einfach so, also diese Erfolgsquote möchte man ja erhöhen und dementsprechend versucht man ja, sich als eine Person darzustellen, die man gar nicht Ja. ist. Ne? So, okay, ja, du sagst, du hast so eine App, sagen wir mal, App A. App A ist dafür da, um nur irgendwelchen Sex zu haben, Affären zu haben, dies und das. Okay, du bist da angemeldet, hast du dann deine Stunde darin verbracht, aber du hast noch nicht wirklich dein Ziel erreicht, nicht deinen Hunger gestillt und bla und bla. Und gehst jetzt zu App B, die eigentlich nur für echte Datings ist, so für heiraten später, richtig so das Ding fürs Leben. Aber du nimmst das noch mit rein, um noch mehr Quote zu haben, um noch mehr Erfolg zu haben, um noch mehr Stimmt. Leute abzugreifen, sag ich mal. Weil, sagen wir mal, bei der App A, die du vorher hattest, hast du nur 10 Versuche, jemanden anzuschreiben. So, jetzt hast du alle 10 verbraucht, aber du bist gerade mal 10 Minuten vorbei und bist immer noch zu Hause alleine. So, und jetzt willst du aber noch weitermachen. Also fängst du an, dich bei weiteren Apps anzumelden und da noch was zu machen und da noch was. Aber du weißt auch genau, diese Apps sind nicht dafür ausgelegt, also musst du eine andere Person vorspielen. Das ist das, was ich widerlich finde. Das ist absolut schlimm. Deswegen sollte man, also ja, man sollte ehrlich daten. Ne? Also sagen, was das Ziel ist. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, Vorlieben gleich abzuklären, damit es auch da harmoniert. Absolut. Also Stell dir ja. vor, da sagt einer, ja, ich hänge absolut super gerne wie Batman von der Decke mit einem Fledermauskostüm und so. Und ich denke so, oh ja, scheiße, hättest du das nicht von einem halben Jahr sagen können? Ey, ja, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Also, das finde ich auch absolut schlimm. Stell dir mal vor, du hast so zwei Personen, die sind absolut dominant. Aber Ja. am Anfang, die eine Person quält sich so total, sich zu unterwerfen, aber ist gar nicht ihr Ding. Ja, wie viele Jahre soll das gut gehen? Ja, das funktioniert nicht lange. Auf Dauer hast du Also nur Probleme. befriedigend ist das halt für keinen von beiden, ne? Genau, man denkt ja immer, okay, dann hat wenigstens einer Spaß. Nein, hat er nicht. Hat er Nein. nicht. Absolut nicht. Weil du kannst dich ja gar nicht fallen lassen und auch das widerspiegeln, was ich schon sagte, diese Energie gar nicht wiedergeben. Auch für die andere Person. Nicht nur für dich, ne? Auch für die andere Person kommt diese Energie gar nicht durch. Und er spürt das gar nicht, dass das jetzt toll ist. Ne? Und ich glaube, da sind einfach beide dann super gehemmt und aufgehalten und ja, einfach, das ist nicht dieser Spaß, so der Ja, da ist. Ne? Sex ist Genau. nur gut, wenn der Kopf aus ist. Ja, und wenn das auch wirklich von beiden Seiten gewollt ist. Ja. Ne? So, und auch da zum Beispiel ist das ja auch, also ich verstehe es auch nicht. Manche Leute sagen, ja, ich date, ja, ich weiß noch nicht, ich muss noch mal 3 Wochen mich daten mit demjenigen und noch ein 10. Date und ein 20. Date, um zu gucken, ja, was willst du denn so lange gucken? Magst du die Person oder nicht? Also es geht gar nicht darum, ob du jetzt nach dem zweiten oder dritten Mal sagen kannst, ja, ich liebe die Person. Das muss nicht sein. Aber du merkst doch, ist da so eine Anziehung da? Also hast du Bock? Und wenn das nach dem dritten Date immer noch so ist, dass du sagst, ja, kann man mal weiter gucken. Ja, was ist da? Willst du dich dran gewöhnen an die Person, oder? Kann man sowas nicht schon nach ein paar Minuten sagen? Bin ich schon, Also ja. Also ich ja. ja, ich sehe die Person und weiß, klappt oder klappt Ja, habe nicht. ich Bock drauf oder nicht? Ne? Ja, Da, ja. ist die Chemie da, so dieses, na, habe ich Spaß? Oder bei mir ist auch so, ich könnte sofort sagen, wenn ich jemanden sehe, ja, mit dem möchte ich nur befreundet sein. Ja. So, oder ich, die Person, die möchte ich gar nicht. Absolut nicht. Da brauche ich auch nicht eine Stunde, dann, keine Ahnung, essen gehen oder sonstiges, sondern kann sagen, okay, pass auf. Ich habe keinen Bock. Lass uns mal beide diese Zeit sparen, keine Ahnung, und das Geld absolut. Ne? Fahr mal nach Hause, gibt noch von mir einen coolen Filmtipp mit dabei oder so. Ey, kannst du eine geile Serie angucken? Zieh dir lieber das rein, spart viel mehr Zeit, ne? Ist geiler, als dass wir jetzt hier weiter quatschen. So, ja, diese Höflichkeitsformen immer so, ja, aber der hat sich doch Mühe gegeben, jetzt herzukommen, oder die hat sich jetzt extra rausgeputzt. Das war Make-up-Verschwendung, dies und das, bla bla. Ja, aber es ist auch genauso Make-up-Verschwendung, wenn du mich das dritte Mal triffst und dann sagst, ja, also eigentlich habe ich schon, ich mag dich nicht so, finde dich nicht geil. Ich habe gemerkt, nach dem 20. Mal, ich gewöhne mich einfach nicht an dich. So, Oh was ist das? Gott, das will man doch auch nicht, dass sich der Nein. andere an einen gewöhnt. Nein, absolut nicht. Dann hast du lieber 10 Minuten Pech gehabt, sag ich mal, und gemerkt, scheiße, ne, hast einmal dein Make-up ausgegeben oder ein schönes Parfüm benutzt und fertig. Und wer sagt auch, dass dieser Tag dann, ja, ich sag mal, blöd ist, sondern du hast eine Erkenntnis für dich gewonnen, ne, du weißt, okay, das hat nicht gepasst und trotzdem, wenn du dich hübsch gemacht hast, dann, ja, dann geh doch noch ein Eis essen.
also nicht im Winter jetzt unbedingt, ne, aber gehst du halt einen Kaffee trinken. Also für dich aber dann. Dann nimm doch den Tag. Du hast dich rausgeputzt, dann nimm dir diesen Tag für dich selber, ne, den Rest des Tages und geh raus und mach was für dich. Aber dieses Vortäuschen, dass du Bock hast, weiß ich nicht. Also mir hat mal ja jemand, jetzt fällt mir doch noch eine lustige Date-Geschichte ein. Ja, aber raus damit. Das wollen wir alle hören. Obwohl, also egal. Doch. Ja, ich hatte ein Date und der nette junge Mann kam zu mir nach Hause und ich war gerade dabei, das ein Zimmer zu renovieren. Und es musste noch ein IKEA-Schrank aufgebaut werden. Und ich glaube, okay, wir haben beide gemerkt, auch recht schnell, dass da irgendwie nichts laufen wird so. Also, dass wir uns nett unterhalten können, aber sonst halt nichts läuft. Und es war aber auch von vornherein klar, dass wir uns halt nur mit der Intention treffen, dass wir ins Bett gehen miteinander. Ah, okay. Und ja, ich sag das dann doch ehrlich meistens. Ja, ist okay. Und ja, aber es kam halt, dieser Vibe kam nicht zustande so. Ja. Und wir waren halt, oder ich war ja am Renovieren und dann hat der nette junge Mann mir den Schrank aufgebaut. Hey, immerhin. Ich habe gesagt, ich krieg das alleine nicht hin und er fand es lustig, so als Date-Idee, dass wir jetzt IKEA-Möbel aufbauen. Und ja, dann hat er mir den Schrank aufgebaut und dann ist er auch wieder gefahren. War dann auch nett. Ey, dann und einfach also, Cola geben, ne? Genau, Cola also es war quasi erfolgreich, der Schrank stand und ich war glücklich, mein Tagesziel war erreicht. Aber es ist doch dann auch kein, also ich finde sowas zum Beispiel auch, ne? Sagen wir mal, du tust wirklich für das Ziel, in die Kiste zu landen. Und es ist aber jetzt nicht passiert, aber ihr habt ja wenigstens einen Schrank aufgebaut. Ja. Bestimmt habt ihr auch mal ein bisschen gelacht zwischendurch. Ach klar, kann das war das, witzig. Kann denn das wirklich dann ein schlechtes Date sein? Ich glaube, nein. Nee, das Date an sich war ja gut. Also ich würde das auch niemals als verschwendete Zeit bezeichnen. Auch wenn es schade war, dass das eine Bedürfnis nicht gestillt wurde. Ja. Ja, gut, aber ey, der Schrank ist am Start. Ja, der Schrank, der war ja auch wichtig. Ja, siehst du, also ich finde, das ist ja nicht alles im Leben. Ne? Du kannst ja auch noch andere Sachen haben. Und klar, wenn einem das Spaß macht, einige gehen ja wirklich da mit rein, weil sie ja eher süchtig danach sind, also weniger diesen Nervenkitzel, jemanden wirklich kennenzulernen, sondern eher in der Kiste zu landen. Das ist ja auch alles gerechtfertigt, sag ich mal, ne? Grinsche so. Hab ich dein Ding getroffen hier? Schon so ein bisschen, ja. Aber so, trotzdem, ich bin auch rot. Es gibt doch auch noch andere Sachen im Leben, wo du daran Spaß hast. Ich meine, ne, so. Ja. Sagen wir mal, du hast dein Ziel erfolgreich erreicht, so, dann danach machst du ja auch was für dich vielleicht oder gehst mit Freunden weg. Du wirst ja auch noch Freunde haben, mit denen du nicht in der Kiste springst, oder? Einige. Oder? Ja, ja, ich kann so ganz beruhigt sein, ganz viele. Siehst du, ja, also, und da ist es doch auch nicht schlimm. Und vielleicht hast du dann einfach noch einen weiteren Freund mit dazu gewonnen. Das ist doch auch in Ordnung. Ja. Finde ich jetzt, also. Ja. Naja, mittlerweile ghostet er mich. Oder wir haben uns, glaube ich, nie wieder geschrieben oder so. Ich habe Angst, der muss noch einen Schrank aufbauen oder so. Ja, wahrscheinlich. Absolut, der denkt, nein. Ich hätte auch noch einen Rasen zu mähen oder so. Ah ja, der denkt bestimmt, scheiße, nachher will ich nochmal, keine Ahnung, nach Ikea und dann muss ich noch mehr machen da. Nein, nein, das mache ich nicht. Aber ja. Ja, ich renoviere halt schon gerne, ne? Also, ehrlich? Ja. Ciao. Jeden Urlaub wird irgendwas gestrichen bei mir. Echt? Ja. Ey, ich habe absolut keine Zeit, ne, falls du jetzt... Ich kann nicht streichen, ich kann gar nicht. Ich bin absolut dumm. Ja, also entweder streichen oder halt ja, was anderes, gut. Ne? Also ja. Nee, schön. Unter anderen Prämissen lerne ich Menschen nicht kennen. Ja, wir kennen uns ja schon, von daher, also ich komme auf jeden Fall nicht streichen. Ich habe das jetzt schon mal anderen angeboten, das ist immer Katastrophe. Ey, kennst du dieses, das ist natürlich nur Spaß, natürlich helfe ich, ne? Wenn du Hilfe brauchst, ich baue auch deinen ich Schrank auf. Ich krieg das alleine hin. Aber kennst du, wenn du jemandem sagst, hey, soll ich helfen? Du hast einfach eigentlich gar keinen Bock, ne? Und die Person sagt dann, du hast bloß Höflichkeit gefragt, ey, soll ich helfen? Und die Person sagt, ja, oh, das wäre ganz nett. Nee, ich sag, scheiße. Ja, verdammt, hätte er abgelehnt. Ja, okay, also, kenne ich. Aber nein, Spaß natürlich, wenn du mal Hilfe brauchst, natürlich. Ich kann auch tapezieren und so. Wäre ehrlich bleiben. Obwohl, ja, doch, habe ich auch hier gemacht. Also. Tapezieren ist nicht so meine Stärke. Nee? Streichen. Echt? Ich streiche alles. Du kannst ich kann auch nur streichen, tapezieren kann ich auch nicht, ich kann nur gut streichen, aber du kannst es ja schon, das ist natürlich schade. Ich habe noch andere Aufgaben, ne? Also so Möbel schleppen und so, ja, ich finde ja, da was für dich. Du hast doch gesagt, du hast ganz viele Freunde, ruf doch die an. Nein. Aber ja, also
Ich finde auch, ein erfolgreiches Date kann auch mal das sein, wo es zu nichts kommt und auch nicht zu weiterem führt, sondern wo man einfach nur zu einer Freundschaft nachher sich entwickelt. Ja, Ne? auf jeden Fall. Absolut stark, weil ja, heute ist es sowieso schwer, habe ich das Gefühl, Leute auch kennenzulernen. Ne? Viele sind in der Bahn zum Beispiel nur am Handy oder auch draußen, keine Ahnung, früher hast du mal einen Kaffee getrunken und hast dich zu jemandem hingesetzt, die Leute gucken dich jetzt an und sagen, was willst du hier? Ist mein Tisch. Hey, hau ab. Hey, Polizei! So. Genau. Ja, ist ja wirklich schon anders geworden, ne? Ah, Ja, krass. Da könnte ja. man jetzt schon wieder richtig abschweifen und ganz andere Storys erzählen. Aber ja, du hattest Nein. noch vorhin irgendwas anderes erzählt, Andi, das gehört noch mit zur Story da, ne? Mit dazu. Deine Freundin, die macht tatsächlich so Dates, wo sie nur. Ja, ich habe eine Freundin, die klärt das von vornherein, also dass auch gar nicht groß gesprochen wird oder so bei dem Date dann an sich, sondern wir treffen uns und wir können Hallo sagen und dann gehen wir aber bitte in die Kiste. Ey, aber so Ja, straight, so so straight, gar nicht ja. mal so, hey, lass mal vorher nochmal Nee, hier das hinhocken wird sehen alles und so. per Nachricht geklärt, also Ah, krass. Vorlieben und so und Ah, so richtig. Ah, so richtig ist. so richtig geklärt. Okay. Da geht's, aber die ist halt dann auch so ehrlich und sagt, es geht ihr halt nur um den Sex und um nichts anderes. Ja. Also. Ja, okay, wenn sie dann. Ja, ist ja das Und Ding, ne? hinterher kann man noch einen Kaffee trinken und so, also das macht sie schon noch. Mhm. Aber das Treffen an sich ist erstmal mit einem Ziel. So. Okay, und dann ist auch kein Kontakt mehr oder ist das so, dass Doch, sie doch. sagt. Also, soweit ich weiß, datet sie auch immer mal wieder dieselben. Ah, okay. So. Ja, aber wenn man das ja schon vorher klar macht, ist das in Ordnung, finde ich. Ne? Dann ist. Ich finde es ja immer schöner, wenn jeder weiß, woran er ist. Auf jeden Fall. Ne? Wenn. Aber ich bin da auch nicht so gut drin, muss ich ehrlich gestehen. Also, Echt? ja, ich bin ganz groß im Ghosting Aha. Okay. Ey, aber das ist doch es tut schon. mir leid. Ist das so eine Krankheit geworden oder was da los? Also warum bist du gut im Ghosting? Sagen wir Ich mal will so. niemandem wehtun. Aha. Es tut mir einfach leid, Also. wenn es nicht passt. Und Ah, es geht gar nicht um die Zeit, dass du jetzt sagst, so, ey, ich habe mich jetzt 3 Wochen nicht gemeldet, gar keinen Bock mehr da nochmal anzuschreiben, sondern nee. du merkst, okay, du hast keinen Bock auf die Person und jetzt ziehst du dich aus der Affäre. Ja, meistens schon. Und was hindert dich daran zu sagen, hey du, guck mal, ich habe jetzt gemerkt, es hat irgendwie nicht so geweibt, ich ziehe weiter? Wenn der mir sympathisch ist, mache ich das. Ja, aber wenn er dir nicht sympathisch ist, dann landest du doch eh nicht mit dem. Nein, Echt also ich jetzt? ghoste keinen, mit dem ich im Bett war, oder? Doch, auch schon, verdammt. Also. Ja, ist ein One-Taker, ne? Ich schneid das nicht raus. Ja, wisst ihr Ja, ich Bescheid. weiß. Also Krass. eigentlich, nee, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Also mittlerweile ist das Ghosten, glaube ich, auch Geschichte, aber Das so. glaube ich ja nicht mehr. Jetzt, ey, guck mal, wie frech du lachst. Dass er. Ich date einfach auch gar nicht mehr. So, fertig. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Du ghostest also nur nicht mehr. Du hast das Problem einfach beiseite geschoben und Genau, denkst dir genau. das. Ja, okay, Keine verstehe. Dates mehr, ganz einfach. Ja, aber nee, ernsthaft jetzt. Was ist das Problem? Einfach mal klar und deutlich zu sagen: Komm mal, wir haben uns getroffen. Ich habe gemerkt, hey, das vibet nicht. Sorry, tut mir leid, aber ich glaube, ich möchte an dieser Stelle einfach den Kontakt so weit abbrechen oder irgendwas. Also, ich finde, es tut ja viel mehr weh, wenn die Person sich hinterher noch Gedanken macht, weil, warum meldet die sich nicht, schreibt die ganze Zeit an. So, Ja. also ist doch dumm. Also Also. wie gesagt, nach einem Date mache ich das eigentlich nicht. Das Ja. ist jetzt aber auch schon vorgekommen, aber da war es auch eher so gegenseitiges Ghosting. Also der andere hat sich halt auch nie wieder gemeldet. Das, Ah, okay. also Habt ihr also beide gemerkt, das ist nicht so geil? Also nee, ja. ich würde glaube ich eher sagen, hey, guck mal so und so und so. Also wenn ich jetzt mal mich bei Freunden zum Beispiel nicht melde, dann heißt das nicht, dass ich die Freundschaft aufheben möchte, so einfach, weil ich übelst im Stress bin. Ne? So, und dann passiert das auch schon mal, dass ich mich da mal 1, 2 Monate sogar gar nicht melde. Ey, ich liebe diese Person trotzdem noch, ne? Das sind meine Friends, so. Also hey, Grüße gehen raus, ne, an meine Freunde. Ihr wisst Bescheid, ich liebe euch. Ich würde mich auch echt viel mehr melden. Im Moment ist einfach super wenig Zeit. Und Ich genau das schließe ist das mich dem Problem. einfach mal an. Ich habe dasselbe Problem Genau. mit meinen Freunden. Ja. nee, aber bei mir ist es dann trotzdem so, dann melde ich mich aber. Und dann ist das auch so, als ob das wie gestern gewesen ist. Also. Das sind aber auch gute Freunde dann einfach, wo man sich wirklich nach Monaten melden kann und Ja. es ist einfach, als hätte man gestern das letzte Mal miteinander gesprochen. Ja, aber. Weiß nicht, Ghosting selber. Viele würden jetzt sagen, ja, das ist doch auch schon irgendwo Ghosting, weil du meldest dich so 3 Monate nicht.
Aber das ist ja nicht das Ziel, dann auch weiterhin sich nicht zu melden, sondern ich schieb das irgendwo auf, weil ich in dem Moment, das geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, anderes ist mir wichtiger als die Person. Natürlich sind meine Freunde mir wichtig, aber manchmal ergibt sich das bei mir zumindest so, und das mag auch eine schlechte Eigenschaft sein, das gebe ich auch zu, dass ich gerade andere Sachen präferiere und die halt eher nach vorne schiebe und sage so, hey, jetzt habe ich das vor und dies vor und das, oh, jetzt habe ich noch das vorgenommen, oh, Mist, jetzt keine Zeit, andere würden jetzt sagen, ja, geh doch auf Toilette, wenn du dein Geschäft machst und so, dann kannst du doch deinen ganzen Leuten schreiben. Ja, vielleicht tue ich das ja auch, aber vielleicht hast du dann auch mehr Leute, als du Druck hast, keine Ahnung. So, und dann, keine Ahnung, weiß nicht. Also, ich versuche dann auch, mich zu melden. Aber ich finde auch da ist es auch, glaube ich, nicht so schlimm, auch mal zwischendurch mal so ein Lebenszeichen zu geben, zu sagen, so, ey, du hast dich lange nicht gemeldet. Warte doch nicht einfach, bis die Person 3 Monate lang sich nicht meldet, sondern zwischendurch kann man ja auch mal selber so einen Anstupser geben und sagen so, ey, hör mal, ich habe dich lange nicht mehr gehört, so, was geht in deinem Leben ab? Und dann kommt, ah ja, guck mal, ah, ich wollte dir eigentlich sowieso schreiben, sorry und bla. Und das muss doch nicht gleich was Negatives sein und sagen, ah, toll, jetzt schreibt er mir wirklich nur zurück, weil ich da hingeschrieben habe, sondern freu dich doch einfach, dass das dann kommt. Ne? Manchmal ist man einfach ein bisschen zu stolz, glaube ich auch, dass man sagt, ach nee, ich melde mich jetzt nicht. So, oder andere haben auch Angst, ne? Haben, oh, scheiße, jetzt habe ich mich 3 Monate nicht gemeldet. Boah, ich melde mich einfach jetzt gar nicht mehr, weil. Ja, aber unter Freunden sollte sowas. Also, sollte nicht sein, ne? Sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Meine Freunde kennen mich, glaube ich, da gut genug, dass die wissen, auch wenn ich mich mal monatelang nicht melde, ist alles okay. Und ja. Dann kann man sich jederzeit wieder melden und der andere nimmt einem das nicht übel. Also. Ich glaube, ich müsste solche Freunde auch aussortieren, die mir da irgendwie ein schlechtes Gewissen machen würden, wenn ich mich mal über Wochen, Monate nicht melde. Mein Leben ist einfach scheiße stressig. Ja, ich glaube, das ist es auch. Ne? Manchmal kommt einfach was dazwischen. Dann hast du noch deine Briefe, die du machen musst, dein Papierkram, dies, das, Arbeit, bist krank, bla. Ja. Irgendwas kommt dazwischen, aber deine Freunde sind ja nicht gelöscht in deinem Kopf. Nee, die sind ja trotzdem noch da. Und wenn die sich dann auch mal zwischendurch melden, dann bist du auch wieder ready. So. Und so finde ich es auch. Also ich glaube, boah, ich... Wenn alle mich so verurteilen würden, weil ich mich jetzt mal eine Woche nicht melde oder so, ich glaube, ich wäre einsam im Leben, weil das kommt bei mir im Moment gerade einfach sehr häufig vor, dass ich viel zu tun habe. Ja, man sieht jetzt auch den Podcast, ne? So, hier, euch Datelinge muss ich auch irgendwo bespaßen und dann, ja, geht auch mal ein bisschen Zeit drauf und dies und das. Und das wissen meine Freunde, ne? Die wissen, hey, guck mal, der ist einmal die Woche ist dann mega busy, da ist er nicht zu erreichen. Und dann gibt es auch den Rest der Woche, wo viel los ist, ne? Ja. Und dann hast du manchmal auch das Problem, dass einige davon gar nicht so kompatibel miteinander sind. Das heißt, du könntest ja gar nicht sagen, okay, einmal die Woche mache ich eine fette Party. Mit allen Freunden. Genau, lade ich einfach alle ein, habe ich sie einfach alle abgefrühstückt. Das geht manchmal ja gar nicht. Ne? So, und dementsprechend hast du einmal diese Grüppchen, dann diese Einzelpersonen, dann doch, sag ich mal, die Leute, die sich auch miteinander verstehen, aber dann treffen die sich vielleicht auch gerade mal, ohne dass du Zeit hattest und dann kannst du, wenn du wieder Zeit hast, haben die keine Zeit und dann haben einige vielleicht auch nochmal Kinder oder sind in einer richtigen Beziehung mit viel Family, die Stars und dann passt das alles immer gar nicht zeitlich nicht. Ne? Und das kann ja auch manchmal sein, dass du Freunde hattest, zu denen hast du jeden Tag Kontakt gehabt, jeden Tag, aber die haben dann sich auch entwickelt, ne? Und haben ja ihr Leben abseits von deinem Leben sich entwickelt und das passt von der Zeit her gar nicht mehr. Mhm. Ne? Und dann habt ihr auch nicht mehr diese gleichen, sag mal, Zeitlinien. Und ja, trotzdem bleiben das für mich ja irgendwo Freunde. Ja. Auf jeden Fall. Das wird ja richtig philosophisch jetzt hier. Und wir haben ein Thema nach dem anderen abgefrühstückt. Ne? Wir werden einen ganz anderen Titel wahrscheinlich können. Ja, willst du noch ein paar durchhauen? Ey, ich bin da, gar nichts los. Wir haben Zeit. Ich glaube, also, ne, machen 3 Teile sonst hier draus oder so. Aber nee, also prinzipiell, ich finde, das wahre Dating, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist, wenn du ehrlich bist. Einfach ehrlich. Auf jeden Fall. Raushauen, bam, sagen, wie es ist. Und auch dein Ziel einfach offenbaren, was du damit erreichen möchtest. Ne? Also, ich glaube, dass damit würden viele Leute sich auch mehr einen Gefallen tun. Da muss man aber auch als Gegenüber dann mit umgehen. Das stimmt. Und auch, also nicht nur man selber soll ehrlich sein, sondern auch die Ehrlichkeit des anderen annehmen. Und wenn er dann ehrlich ist und sagt, du, hier passt nicht, dann das auch bitte einfach hinnehmen und nicht verzweifelt werden und anfangen zu betteln und so. Stimmt, ja. Nichts ist unattraktiver als betteln. Obwohl, ja, doch, in manchen Situationen ist betteln verdammt gut. Okay. Aber ja, alles
ist klar. Also ja, ich habe das auch schon mal erlebt, dass eine Person ehrlich zu mir war und meinte, hey, guck mal, ich suche nur eine Freundschaft bloß, ich hatte absolut gar keinen Bock auf sowas und habe gesagt, nein. Klar, kannst du auch dann jemanden damit verletzen, den du dann den abweist, ne? Aber im Endeffekt ist es noch verletzlicher, wenn du sagst, ja, finde ich geil, und dann meldest du dich nicht mehr. So, was ist das denn? Das ist der gleiche Mist. Ja. Ne? Ich finde, dann möchte ich lieber gerade bleiben und sagen, so, guck mal, so und so ist das, ne? Oder, keine Ahnung, was willst du machen? Nur weil du eine Person nicht verletzen willst, bist vergeben, ja? So, kommt jemand anderes an und sagt, ja, ich finde dich echt super geil. Mit dir kann ich mir richtig was vorstellen, ja? Willst du jetzt nur ja sagen, weil du die Person nicht verletzen möchtest? Ja, du verletzt damit ja deine Freundin dann. Ne? So, also einer ist immer verletzt. Ja. So, ja. Und dann versuch doch wenigstens das kleinere Übel zu machen für dich auch, ne? So, warum willst du dir selber was vorspielen? Ich vergebe mir, ich vergebe. Dann sag ich, nein, sorry, kein Interesse, fertig, so. Warum soll ich dann sagen, oh ja, kann ich mir echt gut vorstellen, ja, und dann nicht mehr melden? Hä? Das macht keinen Sinn. Nee, das ist auch vielleicht entwickelt sich doof. Daraus ja eher eine richtig geile Freundschaft. So, ja, ne? Kann man sagen, danke fürs Kompliment, genau. Aber ich bin vergeben. Ja, so, genau. Ja, und vielleicht kann man dann, wird eine gute Freundschaft draus und fertig aus. Weil das wahrscheinlich dann auch schwierig ist, wenn du weißt, dass die Person eigentlich voll auf dich steht und so, dann, ich glaube, deine Freundin kriegt dann wahrscheinlich auch einen Rapsel, wenn du sagst, ey, ich treffe mich mit der jetzt heute mal alleine. Ah, ich dachte, die steht auf dich, ja, und dann gibt es das nächste Drama. Scheiße, ey. Ja, wie du es machst, machst du es falsch. Ne? Das ist auch ein Thema, ne? Eifersucht. Oh, wann fängt Eifersucht an? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Ich finde auch, es gibt zu wenig Eifersucht. Echt? Ja, es gibt auch zu wenig. Gar nicht. Stell mal vor. Stell mal vor, interessiert deinen Partner gar nicht, was du machst. Ja, ich geh jetzt mal hier in eine Herrenrunde. Ciao. Ja, viel Spaß, ne? Achso, ey, und bringst nachher noch einen Döner mit oder so? Also, scheiße. Es tut scheiße weh. Ne? Egal. Ja. Ne? Wenn du der Person dann egal bist. Stell mal vor. Oder man hat zumindest das Gefühl, man ist dem anderen egal. Genau, der ist vielleicht einfach nur so, dass er sagt, Mensch, ich vertraue dir, alles gut. Ne? Ich weiß, du machst keinen Mist, aber das hörst du die ganze Zeit. Nö, nö, also mein Partner, nö, nö, den vertraue ich, der ist treu doof. Ja, da steckt es doch schon drin, weißt du? Treu doof. So. Oder dieses, man denkt so, ey, guck mal, die denkt, ich könnte... Hoppla. So, die denkt dann so, du denkst dann auch so, ja, die denkt, ich bin nicht attraktiv für andere Menschen, ich bin so ein Hässlon, ne? So, das ist auch doof. Ja. Ne? So, ich finde, es gibt, da müssen wir echt mal eine Folge draus machen. Vielleicht machen wir das mal in einem Collab-Cast. Collab-Cast ist ja, wenn mehrere Leute da sind, also mehr als zwei. Und vielleicht können wir das mal machen. Hier, ihr Datinglinge seid gefragt, ne? Haut mal in die Kommentare rein. Habt ihr auch mal Bock, über Eifersucht zu reden? Wie das Thema so ist, ne? Also wirklich komplett einmal das ganze Thema absägen, ne? So richtig durchspielen. Denn ich finde schon, dass das Gesprächsbedarf hat, so, ne? Also dieses, wann ist Eifersucht okay? Ne? Welche Form davon ist okay? Wie viel? Ne? Welche Stärke? Wann ist das zu wenig? Was könnte schon dich zur Eifersucht bringen, ne? Also es gibt ja Leute, die sind dann ja schon angepisst, wenn du eine Nachricht von einer Frau bekommst als Mann. Andere sind angepisst, wenn du, keine Ahnung, jemand anderes umarmst oder wenn du mal so ein Herzchen einer Freundin zurückschickst. So. Und andere sagen sich, nee, kannst du rumknutschen? Nee, kannst du machen. Kein Problem. Ich hab da, nee, das juckt mich nicht. Und andere flippen aus und haben schon Kettensäge genannt. Also, ne? Jeder empfindet Eifersucht ja auch irgendwo anders und vielleicht können wir das Thema auch mal durchspielen. So, das würde mich auch sehr interessieren. Und ihr Datinglinge seid gefragt, ne? Inwiefern interessiert euch das, dass wir da mal eine extra Folge draus machen oder sollen wir das einfach mal nur so mit erwähnen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was so eure Meinung ist. Ja, du hast am Anfang gesagt, vor dem Podcast, dass du nervös bist. Ja. Wie ist das jetzt für dich? Immer noch ein bisschen. Du bist immer noch nervös? Aber nicht, naja, ein bisschen. Echt? Bisschen. Ja, Datinglinge, was sagt ihr? Hat sie das gut gemacht? Wenn ja, einen Daumen nach oben, ne, da lassen, mal ein bisschen Liebe zeigen, vielleicht auch mal so ein Feedback geben. Ich finde, Juli hat es super gemacht. Vielen Dank, dass du auch mit dabei warst und dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hey, und wie gesagt, ne, wir hatten das ja eigentlich schon lange vor, es hat ja nicht so zeitlich immer geklappt, ne, wie wir schon erzählt haben, wie mit Freunden und so, man hat sich nicht gemeldet und so. Aber ich freue mich jetzt, dass du heute hier warst und dass wir das einmal mit aufnehmen konnten. Und ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Hättest du Bock? Auf jeden Fall. Also so, Eifersucht ist ein cooles Thema, da habe ich auch was zu sagen. Gecatcht, ne? Da so. Bin ich dabei. Okay, cool. Ja, also zumindest schon mal zu einem Collab-Cast bist du mit dabei. Und aber auch sonst. Ja, oh, mega cool. Also ich
Ich kann mir das vorstellen. Also doch, hat auch echt Spaß gemacht. Also wirklich, war lustig. Und heute habe ich ja mal so ein paar mehr Fehler gemacht. Normalerweise, meine Gäste hauen immer gegen das Mikrofon Ich oder bin pusten so rein. entspannt, ne? Ja, ich merke das schon, du bist ja voll ruhig. Ich hau hier die ganze Zeit gegen, lass hier alles fallen und so. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Datelinge. Und ja, was soll ich sagen? Abonnieren, teilen, nervt eure Freunde, Verwandte, Bekannte. Einfach mal die Leute auf der Straße ansprechen und sagen: Hey, kennt ihr schon den Undateable Podcast? Nein? Ah, Krise. Und vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo ihr bereits unsere Visitenkarten gefunden habt. Das würde mich mal interessieren. Macht mal ein Foto davon, schickt uns das auf Insta, verlinkt uns da mal und dann lassen wir uns mal was Cooles einfallen. Denkt dran, dass wir noch einen Shop haben, den Tup-Shop. Na, da gibt es ja neuerdings jetzt auch schon den Hasen als Merch. Und ja, wenn du jetzt öfter vorbeikommst, machen wir dir vielleicht auch noch ein extra Avatar. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, jeden Sonntag eine neue Folge. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Keep dating. Ciao. Ciao.